Die Urversion von D-Sims 4 im Jahr 2014 hatte einen so schlechten Start, dass sogar die Zukunft des Spiels gefährdet war. Alles dazu jetzt! Um die anfänglichen Probleme verstehen zu können, müssen wir wohl die Zeit ein wenig zurückdrehen. Nicht 5, nicht 7, sondern ganze 10 Jahre. Im Jahr 2013 nämlich war The Sims 3 noch im vollen Gange und hatte gerade mit Into the Future seine letzte Erweiterung von insgesamt 11 Erweiterungspacks erreicht. Die Sims Community freute sich über diesen Abschluss. The Sims 3 war ja auch in der Community ziemlich beliebt und somit war es durchaus spannend zu sehen, was für Neuerungen sich die Entwickler für den neuesten Teil der Reihe so ausgedacht haben. Am 6. Mai 2013 war es dann soweit, an dem EA ein bisschen mit der Sprache herausrückte und offiziell bestätigte, The Sims 4 wird 2014 endlich erscheinen. Auch ein allererstes Bild wurde dazu geteilt, und zwar eine Augenpartie drei verschiedener Sims mitsamt dem neuen Logo. Schon hier fiel der Community etwas stark ins Auge. Der vorherige realistische oder zumindest ansatzweise realistische Stil der Sims-Reihe entwickelte sich mit dem neuesten Teil in eine andere Richtung. Der stilisierte und etwas comichaftere Stil war im Vergleich ziemlich ungewohnt und teilt wahrscheinlich bis heute noch die Community in zwei Lager. Jeder Sims-Teil hatte immer sein eigenes Thema, welches mit einem neuen Ableger verbessert und noch mehr poliert wurde. Und so sollte es auch bei The Sims 4 sein. Als dann die offizielle Ankündigung mitsamt dem ersten Trailer auf der Gamescom im August anstand, war die Community ziemlich gehypt. In gefühlt jedem zweiten Satz wurden die neuartigen Emotionen in den Mittelpunkt gerückt, die im neuesten Ableger eine besondere Rolle spielen und neuartiges Gameplay bieten sollten. Sich auf den Geist der Sims zu konzentrieren und diese noch menschlicher zu machen, klang nach einer sinnvollen und bereichernden Entscheidung. Und auch der hoch angepriesene Baumodus sowie Cars waren logische und längst überfällige Änderungen. Bis hierhin wirkte die Ankündigung solide und bis auf die streitbare Grafik waren alle zuversichtlich auf eine blühende Zukunft mit der nächsten Generation der Sims. Diese Euphorie vor dem Release befand sich hier vermutlich auf seinem Höhepunkt, welche dann in den kommenden Wochen durch eine Negativmeldung nach der anderen ausgebremst wurde. EA ging beim Marketing und den Trailern nämlich ziemlich schlau vor. Die ganze Zeit waren große neue Features, die verbessert wurden, im Fokus und nicht das alltägliche Live-Modus-Gameplay, welches oft in den Werbestrategien der Vorgänger Aufmerksamkeit erhalten hat. Das hatte nämlich einen guten Grund. Der Live-Modus war und ist bis heute wahrscheinlich noch der ausbaufähigste Teil in The Sims 4. Von all dem wussten wir aber anfänglich nichts. Angefangen mit den Fehlern der offenen Welt gab es nach und nach Entwicklerinterviews, Tweets und Pressemitteilungen, in denen immer mehr entfernte Features ans Tageslicht kamen. Von kleineren Dingen wie Keller oder dem Stammbaum bis hin zu größeren Features wie dem fehlenden Farbrad oder gestrichenen Pools, Kleinkindern oder Handwerkern. Berühmt im negativen Sinne wurde irgendwann eine Liste, in der alle fehlenden Features, mehr als 89, zusammengetragen wurden. Ihr müsst euch hier vor Augen halten, quasi alle Verbesserungen und Vorteile von The Sims 3, an die sich die Community in den 4 Jahren gewöhnt hatten, wurden restlos entfernt. Das dämpfte die Vorfreude auf den neuesten Teil derart, dass EA nach zahllosen negativen Berichten über The Sims 4 und enttäuschten Spielern im Sims-Forum einen Blog-Eintrag veröffentlichte, in dem sie die Situation erklären wollten. Neben den typischen Werbeaussagen, wie revolutionär und neu sich die Sims anfühlen, wollten sich die Entwickler auf den Kern der Sims-Reihe konzentrieren und mussten deswegen ein paar Abstriche in Bezug auf eigentlich in der Reihe etablierte Features machen. Das war allerdings nur die halbe Wahrheit. Eigentlich war The Sims 4 schon immer als Multiplayer-Spin-Off-Titel geplant und wurde ein Jahr vor dem eigentlichen Release komplett umgebaut. Vom ursprünglich geplanten Spielen mit Freunden wurde Sims 4 dann zum nächsten großen Haupt-Sims-Teil umstrukturiert, weshalb für die wichtigsten Features eines klassischen Sims-Teils quasi keine Zeit mehr war. Dieses Thema ist aber eigentlich noch viel größer. Abonniert jetzt gerne meinen Kanal, wenn ihr ein solches Video zur Entwicklung von The Sims 4 nicht verpassen möchtet. Gekrönt wurde dieses Debakel nur noch von einem Sim-Guru, der indirekt im Forum den Sims-Spielern Angst machte und behauptete, dass es nach einem Flop von The Sims 4 keinen Nachfolger geben würde. Das ist auf der einen Seite nachvollziehbar, allerdings auch einfach nur dumm, da ja EA als einziger Verantwortlicher dafür gesorgt hat, dass The Sims 4 schon mal einen schlechten Start hingelegt hatte. Dann kam der Tag. Am 2. September 2014 hatten wir dann die Möglichkeit, The Sims 4 endlich anzuspielen. Bei vielen ging die Freude aber in eine andere Richtung, als wir uns eigentlich erhofft hatten. Die hoch angepriesenen Emotionen konnten die Spieler überhaupt nicht überzeugen. Diese waren noch nicht richtig ausgefeilt und änderten sich teilweise im Sekundentakt. Auch die vorher versprochene Spieltiefe blieb mit den Emotionen aus.
In vielen Situationen war es schlichtweg egal, ob der Sim jetzt glücklich, inspiriert oder kokett war. Und dazu kommt noch, wie einfach man die Sims in die gewünschte Emotion bringen konnte. Wenn eines der Hauptfeatures eines neuen Sims-Spiels nicht wirklich relevant ist und dafür in anderen Aspekten sehr viel abgespeckt wurde, ist das natürlich unfassbar ärgerlich. Wo wir in The Sims 3 noch eine große 3D-Karte aus einer Vogelperspektive bestaunen durften, war es am Anfang von The Sims 4 diese farblose Version mit ziemlich wenigen Grundstücken. Dies war auch in anderen Bereichen im Spiel spürbar. Einzig die Spieler im Baumodus und erstelle einen Sim waren mit den neuen Tools, die wir erhalten haben, recht zufrieden. Wie es weitergeht, ist uns allen bekannt. Mit zahlreichen Gratis-Packs und DLCs wurde The Sims 4 in vielen Bereichen besser. Und die wichtigsten fehlenden Features wurden mittlerweile nachgeliefert. Nach 9 Jahren kann man aber auch erwarten, dass der neueste Teil der Reihe in den meisten Punkten den Umfang der Vorgängerteile eingeholt hat. The Sims 4 zählt jetzt für EA zu einem der erfolgreichsten und lukrativsten Titel, die sie aktuell haben, was sich mit der Umstellung auf Sims als Free-to-Play-Spiel noch mehr gesteigert hat. So viel zur Geschichte und dem Start von The Sims 4. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.